Ein warmer Sommertag, 1029 nach Bosbarans Fall. Aus den verschiedensten Gründen habt ihr euch aufgemacht, um in die Fußstapfen von anderen zu treten. Einige mögen sie als Helden bezeichnen, andere wiederum als Aufschneider oder Herumtreiber. Als vor ein paar Monaten Rassasor besiegt wurde, hat sich viel getan. Doch in der Wildermark blieb alles gleich. Veränderung, Chaos, Kriegsfürsten von eigenen Gnaden. Die Baronin von Ochsweide hat euch gerufen und ihr kamt. Bergard von Rabenmund klagt, dass in ihrer Baronie und an den südlichen Grenzen die Bauern von den Feldern verschwinden. Mit einer Kettenfähre seid ihr also über den Dergel gekommen, vorbei an der Feste Sünnenhardt und in die Ochsenburg eingelassen worden. So steht ihr in der Eingangshalle, neben euch schwere Teppiche, Büsten und Kandelaber, Zierwaffen und heraldische Symbole. Ein paar Meter entfernt von euch stehen vier grimmig dreinblickende Soldaten mit Ochsweider Wappen. So begutachtet ihr euch gegenseitig. Edith, bitte eine Beschreibung. Edith ist tatsächlich beinahe 2 Schritt hoch. Trägt offenkundige Reiseroben eines Weißmagiers für den Kundigen zu sehen. Handschuhe, wenn sie die abstreift, hat sie auf der rechten Hand das Siegel Isilias, auf der linken tatsächlich noch einmal extra das Siegel der Weißen Gilde. Hat einen relativ hohen, schlicht wirkenden Stab mit Lederwicklungen dabei, leichtes Gepäck, nur also ein Ledersäckel, wo ein Schlafsack drunter ist, dergleichen. Ein paar Gürtelbeutel, wirkt relativ blass, ist offensichtlich auch nicht mehr die jüngste. Also wenn man sie gut einschätzen kann, dürfte die Frau sicherlich Ende 30, Anfang 40 sein. Hat auch kummervolle Linien im Gesicht. Statt dem Spitzhut tatsächlich eine Art Strohhut dabei. Wobei der Spitzhut sicherlich auch irgendwo vorhanden ist. Und das ehemals wahrscheinlich dunkelblonde, vielleicht auch hellbraune Haar ist zum größten Teil bei Edith zwar vorhanden, aber mittlerweile ein ziemlich eindeutiges Grau. Sie wirkt auch immer ein bisschen müde, hat Schatten unter den Augen und sie wirkt auch immer unruhig. Also selbst wenn sie sehr still steht, irgendwas bewegt sich immer. Seien es die Finger, sei es, dass sie auf den Fußballen wippt oder dass sie mit einem Fuß ein bisschen aufstampft. Also ganz still scheint die nie zu stehen. Und sie schaut halt tiefs, ja nicht zwingend betrübt, aber melancholisch. Und zuckt gerne bei lauten Geräuschen sehr schnell zusammen. Ado. Ja, neben steht Ado Wehrheimer, ein relativ durchschnittlich aussehender Söldner. Normal groß, nicht sonderlich muskulös, also normal gut trainiert. Unauffällige Gesichtszüge, grüne Augen, braune Haare, typische Lederrüstung für Söldner. An der Seite ein Anderthalbhänder und neben ihm ein Hund, ein Wehrheimer Bluthund. Gerade den Kopf krault. Ja. Gibt es an Ado gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Daneben steht eine sehr unscheinbare Person, die gar nicht in diesen Kreis der Helden zu gehören scheint. Haldan Rogel. Ja, Haldan ist 1,70 Meter groß und sieht tatsächlich sehr eingeschüchtert aus von all den anderen Menschen. Vor allen Dingen dem Söldner scheint er sich mit Absicht zu entfernen. Unheimliches Volk. Er knetet die ganze Zeit seinen Bauernhut in seinen Händen und zuckt immer wieder zusammen, wenn eine der Türen aufgeht. Er scheint aber zumindest entweder schon mal hier gewesen zu sein, hat aber auf jeden Fall den Namen der Gräfin geflüstert, als er hereingekommen ist. Mit großer Begeisterung. Gleich daneben steht Roald. Ja, Roald trägt feste Lederkleidung, bei der einige Löcher und Risse geflickt wurden. An der Kleidung sind einige Taschen und Beutel befestigt. Die Gestalt von ihm ist eher groß und hager, eher drahtig als kräftig, hat einen dicken Fellumhang an, der dunkel ist und trägt einen ledernen Hut mit breiter Krempe. Er trägt einen großen Reiserucksack, an dem eine Schlafrolle und eine Bärenfalle befestigt sind, um seine Brust gewickelt, ziemlich viel Seil. Das Gesicht schaut ziemlich wettergegerbt aus und aus ihm mustern euch 2 aufmerksame grüne Augen.
Unter dem Hut schauen hier und da dunkelblonde Haarsträhnen hervor und allgemein wirkt er wie jemand Anfang 30 und schaut etwas mürrisch. Ebenso aufmerksam schaut Ronga in die Gruppe. Ja, Ronga, mit seiner Größe von über 2 Schritt sind seine torwalschen Wurzeln nicht schwer zu erahnen. Grau-weißes, zurückgekämmtes Haar, das bis zu den Schultern hängt. Eine alte Wunde, die in Form einer Narbe über sein linkes Auge zeigt. Ein 7-Spann-langes Schwert mit verziertem Griff, welches in einer Scheide am Waffengurt befestigt ist. Mit Lederriemen hinterm Rucksack festgemacht sind 3 Speere mit steinerner Spitze, die offensichtlich zum Werfen ausgelegt sind. Unter einem leinenen Brusttuch sind einzelne Kettenglieder zu erkennen. Davor scheint und das Kettenhemd darunter zu erahnen gibt. Neben Ardo Werheimer steht ein alter Bekannter, Ture der Torwaler. Ture Achilsson, ebenfalls sein über 2 Schritt messendem Körper durchaus sofort als Torwaler zu erkennen, hat er seine blonden Haare mit dem leicht gräulichen Einschlag ordentlich zurückgekämmt und zu einem Zopf zusammengefasst. Er trägt wie immer seinen bornischen Eisenmantel, der mit bläulichem Leder überzogen worden ist und auf dem sich verspielt weiße torwalsche Knotenmuster und Wale und Delfine und andere effortgefällige Symbole dort verewigen. Auf dem Rücken trägt er den typischen torwalschen Rundschild. Eine Axt ist auf der einen Seite und ein Torwaler Schwert auf der anderen Seite eingesteckt. Im Gürtel befinden sich zudem noch 3 Wurfäxte auf dem im hinteren Bereich. Er hat einen breiten Rucksack dabei, den er nun erstmal abstellt, während er Ardos Hund einmal kurz über den Kopf streichelt und sich dann auch aufmerksam umblickt. Ach, Ardo, wo hast du uns denn diesmal hingebracht? Frage. Ja, da liegen so ein Zettel und ich dachte mir, das klang doch ganz interessant. Eine Bestie im Bohlenwald. Ja, genau. Mal schauen, wie es jetzt wird. Ich bin gespannt. Ich nehme mal an, diese illustren Gestalten hier werden auch alle sich an dieser Jagd beteiligen. Oder sie sind Bittsteller. Ich sag das laut genug, dass man mich auch hört. Ich weiß nicht. Leicht irritierten Blick. In der Tat, schließlich brauchte man Hilfe, nicht wahr? Und für eine gute Jagd ist ein guter Fallensteller immer zu gebrauchen. Ist nur die Frage, ob wir dann als eins oder gegeneinander hier antreten. Und ich schmunze einmal in die Runde und als ich dann die offensichtliche Weißmagierin sehe, verneige ich mich einmal angedeutet vor ihr. Ihr nickt dann leicht. Nun, ich wüsste nicht, dass wir gegeneinander arbeiten wollen. Ob nun der ein oder andere Geld dafür möchte oder es nur den Göttern zum Gefallen tut, im Endeffekt wollen wir doch alle den Leuten der Umgebung helfen, oder nicht? Gegeneinander antreten. Das hier ist doch kein Wettkampf. Richtig. Eine Jagd zum Spaß. Diese Bestie gehört getötet, erlegt. Und wir sind von uns derer, die sich diese Aufgabe annehmen, wie es scheint. Das ist doch richtig gut, wenn man schon von Anfang an weiß, woran man mit den ganzen Leuten ist. Freut mich. Und damit trete ich dann unverhohlens erst einmal auf die Dame in der Runde zu und reiche ihr meine Hand. Ture Arielsson, Geweihte des Waffenir. Die nickt, lächelt kurz, drückt er auch relativ kräftig für eine Magierin ebenfalls die Hand. Edith Bernhold aus Isilia, als es noch stand. Bedauerlich, was der Stadt geschehen ist. In der Tat. Die Freude ist ganz meinerseits. Und während ihr euch gerade vorstellt, könnt ihr erkennen, wie aus einem der Herrenzimmer des Salons eine Dame tritt, die gerade in eurer Runde ausgesprochen klein wirkt, rote Haare, aber in Rüstung und ziemlich kräftig. Kommt sie mit einem straffen Schritt auf euch zu, nickt euch zu, ist dann kurz verblüfft. Die Bärenjägerin, sehr gut. Ihr mögt
Deutet sie dann einmal in Richtung von Edith und in Richtung dessen, woher sie gerade gekommen ist. Was tut ihr hier? Wir haben heute keine Termine für euch Bauern. Nun, von uns, dass wir Entschuldigung. Ich habe gehört, man kann sich der Jagd anschließen. Rogel, du? Du willst dich der Jagd anschließen? Ich habe alles mitgebracht. Also ich durfte es nicht mit reinbringen, aber ich habe eine Fackel mitgebracht. Du stotterst ja schon beim Vorstellen. Du merkst, wie sich dir zuwendet und einen halben Schritt zurückgeht. Seid ihr jetzt also alle wegen der Bestie hier, oder wie? Es scheint so. Richtig. Das wohl. Nun, verzeiht, Frau Magisterin, Frau Magierin, Adepta Major, ich bin mir nicht ganz sicher, verzeiht mir, gelehrte Dame, wir haben Steckbriefe verteilt und dass sich solche Lumpenpack anschließt, ich hoffe, ihr könnt damit arbeiten. Nun, ich kann mich nicht beklagen, die Herren sehen alle auf ihre eigene Art kompetent aus und Lumpenpack, ich weiß es nicht, sie sind doch alle hier, um zu helfen. Ja, von Rogel kann ich das nicht sagen. Na gut, dann kommt mal rein. Ich bin übrigens mein Held. Und so könnt ihr folgen der Büttelin, die euch dann durch den Salon bringt in Richtung eines, ja, es ist kein Thronsaal, es ist einfach nur ein etwas größerer Saal mit einem großen Tisch daran, an dessen Ende dann die Baronin Bergard von Rabenmund sitzt, die Blutnacht von Romulus überlebte. Ah, ihr Helden, schön, dass ihr gekommen seid. Es ist tatsächlich ganz dringlich, aber, oh, das ist ja schön. Setzt euch bitte, setzt euch. Wir haben genug Platz für euch alle, deutet Bergard die Tischreihen vor euch. Dankeschön. Ja, und dann nehme ich Platz. Artig verleihen. Setzt euch los. Auch niedergesetzt. Ja, und während ihr euch setzt, zieht sie den Tisch selber so ein bisschen nach vorne, beziehungsweise den Stuhl nach hinten und steht auf, um dann an eine kleine Karte heranzutreten mit einem Teil ihrer Baronie. Hier oben haben wir auch noch den Ochsenmarkt. Wir sind jetzt hier gerade in Ochsweil, aber ich glaube, die Wachen haben euch ja auch aus Sündenhardt eingelassen, oder? Ich hoffe, die Kettenfähre ist mittlerweile wieder repariert. Naja, und ihr seid ein Bauer aus meiner Baronie, ja? Ja. Okay, gut. Dann seid ihr sicherlich kundig und könnt führen. Wir haben sicherlich einige Probleme, von denen ihr bereits gehört habt. Ihr habt das Schreiben gesehen, ja? Ja, natürlich. Mir wurde davon berichtet. Gut, deswegen sind wir hier. Ja, die Bauern sind verschwunden aus dem Roten Wald. Also das gehört teilweise auch noch zu meiner Baronie. Wir kümmern uns ja auch um all die Menschen. Das liegt teilweise auch in Grassing. Wir haben dort noch eine kleine Zollburg, aber es ist alles schwierig. Die Wildermark, ihr versteht, Kriegsfürsten, überall, wo man nur hinblickt. Rankara Liritena ist... dort liegen gar 3 Armeen, müsst ihr wissen. Aber deswegen dachte ich, ist es sicherer, von hier aus zu starten. Und ich kann mich ja selber nicht mehr in den Süden meiner Baronie wagen. Zumindest nicht, solange ihr dort aufgeräumt habt. Ach, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Die Freude ist ganz unsererseits. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was dort um sich geht. Wir haben aber Gerüchte gehört. Ich glaube, ihr habt doch auch welche gehört, oder? Herr Bauer? Er darf sprechen. Also es ist ganz schlimm geworden. Und dann schaut er sie mit ganz großen Augen an. Ja, sprecht bitte offen. Also der Stier, ihr kennt doch alle den Stier bestimmt. Ja, den kennt ihr alle, ja? Ein Teil von uns ist nicht von hier, mein Lieber, also nein. Das hätte ich wissen müssen. Entschuldigung, ich habe mich aufgemacht. Also der heilige Stier, der Herr aller Dapadrinder, ja, also er ist wieder da, aber er jagt uns auf den Feldern. Heilig. Also, ihr kennt die Geschichte ja nicht. Also, genau, als wir alle hier hingekommen sind, also da, noch ganz damals natürlich, nee, nicht wir, sondern die Vorfahren, die sind hier hingekommen und dann war der hier heilige Stier und dann konnten wir keine Rinder fangen und keine Rinder jagen. Er hat auf sie aufgepasst und dann haben wir uns alle zusammen sind wir gegangen und haben ihn gepikst und auf ihn geschossen, so mit Bögen, ja. Und dann ist er weggeflogen.
Aber er war sehr mutig, wer der das gemacht hat. Ja, sehr, sehr mutig. Und Hör ich richtig, dass der Stier fliegt? Ja, natürlich. Ah, okay, fahrt fort. Und dann ist er in die Trollzacken geflogen. Da war er dran die ganze Zeit. Und jetzt ist er wieder da. Und er ist sehr wütend. Aber ich weiß nicht, warum er wieder da ist. Eigentlich sollte er nicht wiederkommen. Es gibt eigentlich nur begrenzte Wesen, die fliegen können. Und soweit ich weiß, gehören Stiere nicht dazu. Nein, er ist ein heiliger Stier. Er kann fliegen. Es ist eine alte Sage, die wir nicht nur in unserer Baronie, sondern in ganz Tarpatien am Rabenland erzählen. Die Legende vom Ortfriedstier. Ich habe sie tatsächlich noch nie so gehört, wie sie unser Herr Bauer erzählte, aber nun, in großen Teilen ist es tatsächlich richtig. Ein prächtiger, geflügelter Stier mit einem rotbraunen Fell, der die Tiere bewachte, als wir damals in den dunklen Zeiten in Tarpatien einzogen. Der Stier war der Wächter dieser Rinder, und als wir sie erlegen wollten oder einfangen wollten, vereitelte er dies. Und er flog trotz blutenden Wunden mit mächtigen Flügelschlägen davon. Er soll wiederkommen, wenn die Not der Tarpatier am größten ist, so sagt man zumindest. Nun, aber offenkundig hat niemand damit gerechnet, dass er vielleicht wiederkommt, um diese Not zu nutzen. Kann das sein? Das müsstet ihr herausfinden. Natürlich. Also, wenn ihr erfolgreich seid und es sich tatsächlich um den Stier an sich handelt, findet erstmal heraus, was er möchte. Und wenn er gefährlich ist, dann... Ich weiß nicht, ob man ein heiliges Tier umbringen kann oder darf, aber... Ja, es ist auch kein Geweihter dabei. Das ist das Problem. Und eine Magierin, ich weiß ja nicht, ich habe wenige Kontakte bisher mit euch gehabt. Es gibt hier viele Travia-Geweihte, oder gab früher viele Travia-Geweihte, müsst ihr wissen. Mittlerweile ist das auch schwierig geworden. Wenn ich euch unterbrechen darf, Turiche ist ein Geweihter. Ja, verzeiht. Oh. Ich bin Geweihter des Swafnir. Verzeiht mir, Irognan, ich habe euch nicht erkannt. Wir pflegen kein besonders auffälliges Ornat zu tragen. Nun gut, aber... Gar kein Ornat, wie mir scheint. Könnt ihr euch sowas nicht leisten? In unseren Landen gilt das Wort und die Tat und nicht nur das Äußere. Der äußere Schein ist etwas, was einem ganz gerne etwas vorgaukelt. Gerade wenn es hat etwas mit unseren Legenden zu tun und mit den Legenden, die mit dem Nebel kommen. Und wenn der Nebel kommt und man den Gestalten trauen würde, die man dort im Nebel sieht, nein, das da hat man dann gelernt müssen, dass der Nebel und auch das Erscheinen einer Person nichts über das aussagt, was sie wirklich kann. Nun gut. Ich glaube, dass ihr tatsächlich, ihr könnt entscheiden, wenn ihr die Bestie auftreibt oder das, was auch immer dafür zuständig ist, dass die Bauern von den Feldern verschwinden, dann sollt ihr selbst entscheiden, was damit passiert, ob es gefährlich ist oder nicht. Aber nun, ein geflügelter Stier. Mir wurde ja auch schon gesagt, dass es so etwas wie Chimären geben soll. Und die sind verboten. In der Tat. Ach, es ist gut, dass es eine Magierin gibt. Ach, ich bin so froh, dass ihr euch gemeldet habt. Chimären? Von so einem Wesen habe ich noch nie gehört. Nun, es gibt einige Kollegen, sie nennen sich gerne auch Künstler, die der festen Überzeugung sind, wenn man verschiedene Wesen auf magischem Wege, eventuell unter dämonischem Einfluss miteinander verbindet, wäre das eine erstrebenswerte Sache. Einige bezeichnen es als Forschung, andere lassen sie einfach wie ein paar Wahnsinnige auf die Umgebung los. Aber so können Geschöpfe entstehen, die normalerweise nicht vorhanden sind. Einige sind von sich aus lebensfähig, andere nicht. Und wenn man ganz viel Pech hat, dann gibt es auch einige, die nach ein paar, nennen wir es Generationen, mehr oder weniger fortpflanzungsfähig werden. Feuchte Hetzer fallen darunter, nicht wahr? In der Tat. Hört sich nach Monstern an, meiner Meinung allesamt. Auch das ist keine Annahme, der ich widersprechen möchte. Also gut. Monster mag richtig sein, aber ihr müsst das, wie gesagt, dann entscheiden, wenn ihr vor Ort seid, weil wir sind ja auch ein sehr abergläubisches Volk.
gerade wenn jetzt der Stier wieder zurückgekommen ist, dann ihr müsst das selbst entscheiden. Nun, wenn er der Rede mächtig ist und zugänglich für Argumente, werden wir keinen Grund haben, ihm auf irgendeine Art und Weise mit Waffen zu Leibe zu rücken. Vermute ich. Sollte er Daimonit sein, bleibt uns nichts anderes übrig, weil es der Wille der Götter ist. Aber dann wäre es doch der Wille der Götter, dass wir euren Brief gesehen haben und deswegen hier sind. Sehr gut, sehr gut. Mehr möchte ich mir in dieser Richtung nicht anmaßen. Gut, dann soll es so sein. Herr Bauer, ihr zieht gemeinsam mit dieser Gruppe von fähigen Bestienkundlern, Geweihten und Magierinnen dann los und führt sie durch die Gegend. Das ist eure Aufgabe. Ich gebe euch alles Glück der Welt mit und den Segen von Praios und Travia. Gibt es noch weitere Fragen? Bezahlung, wie auf den Steckbriefen stand? Ja, genau. Sehr gut. Das ist akzeptabel. Irgendwo im Süden von hier, im Roten Wald und alles, was eigentlich südlich vom Ochsenmoor ist und vom Ochsenforst und von Uhlenbacht. Eigentlich alles, was südlich von Ochsenweide ist. Alles südlich von hier. Aber passt auf euch auf, die Wälder sind gefährlich. Nun, dieser Tage ist vieles hier gefährlich. Danke. Nun dann, Travia und Praios mit euch. Und mit euch. So sei es wohl. Das wohl. Ich verbeug mich einmal kurz. Ich tue ein wenig ungelenk nach. Bildern würde sich tief verbeugen. Ich tue mein Bestes. So, Rogel, dann raus, du kennst den Weg. Ja. Ja, die Büttelin bringt euch wieder nach draußen von der Burg, wieder nach draußen, sodass ihr dann in Ochsenweide selber steht. Ein kleines Dörfchen. Es ist eigentlich die Hauptstadt der Baronie, die tatsächlich ziemlich groß ist, aber außer einer kleinen Straße und die dann irgendwo an einem Fluss mündet an der Burg und dann Sünden hat der Kettenfähre, ist hier nicht wirklich viel los, sodass ihr euch ein bisschen umblickt. Viele Bauern, noch ein paar Handwerker, die ihr dann erkennen könnt. Auch viele Geflohene, die nicht genau wissen, was sie hier tun sollen und dann im Schlamm und im Matsch sitzen, auch wenn es gerade ein warmer Praios-Tag ist im Jahre 1029, aber das Volk sieht beklagenswert aus. Beim Rausgehen hätte man natürlich auch wieder die 4 Speere abgeholt, die einem abgenommen wurden beim Betreten. Wie es aussieht, arbeiten wir wohl doch zusammen und nicht gegeneinander. Glücklicherweise. Nun, ich dachte auch, dass wir miteinander arbeiten, aber es ist erfreulich in der Tat. Allerdings, vor allen Dingen, wenn wir wissen nicht, was dieses Wesen ja nun alles an Fähigkeiten hat und mit unserer, ich schaue nochmal alle an, mit unserer weiten Spektrum an Kompetenz, die wir hier so vereinen, werden wir auf jeden Fall in der Lage sein, die Gefahr zu beseitigen. Bin ich von überzeugt. Ich habe schon einige Kreaturen gejagt, aber ein geflügeltes Rind. Interessant. Nun, wie sagt man, wir sollten auf unseren Meister Rogel hier achten, wenn der Stier tatsächlich auf die Bauern der Umgebung losgeht. Dann haben wir nicht nur einen Wegführer, sondern auch jemanden, den er attackieren dürfte. Das ist ja... Ideal, ja. Führer und Ködern ein. So hätte ich das jetzt nicht gesagt. Aber mein lieber Rogel, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ihr stets in der Nähe von wenigstens einem von uns seid. Es ist eine sehr gute Idee. Aber ich muss euch nur sagen, in den Wäldern, da sind Untote. Und der nickt ganz... Schwerlich. Untote, einfach so in den Wäldern. Nun, es gibt... Seitdem der Zug hier durchgezogen ist. Ja. Ihr müsst vorsichtig sein. Macht euch keine Sorgen, lieber Rogel. Wir müssen alle vorsichtig sein. Ihr begleitet uns ja schließlich. Ich wollte euch nur warnen. Das ist sehr liebenswert.
Ich denke, da wir eine recht große Gruppe sind, werden wir stets jemanden zur Nachtwache abstellen können. Aber falls ihr wisst, wo besonders viele davon gesichtet wurden, könnten wir solche Orte umgehen. Und wir müssen aufpassen, im Bergemoor sitzen Geister. Ich denke, die werden das geringere Problem sein. Die fressen alle. Die sind sehr unheimlich. Geister, die Leute fressen und Untoten in den Wäldern. Ein großer, geflügelter Stier, der durch die Gegend fliegt. Das ist auf jeden Fall mein Tag. Ich hätte es nicht ganz so ausgedrückt. Das wäre auf jeden Fall ein oder zwei Strophen einer Saga wert. Und was macht man jetzt? Nun, mein lieber Rogel, habt ihr hier einen Schrein oder Tempel? Ja. Dann gehen wir jetzt ein Gebet zu den Göttern sprechen, holen unser Gepäck und machen uns auf den Weg. Gut, ich bin oft nicht so viel unterwegs. Vielleicht müsst ihr mir nochmal ein bisschen helfen. Das ist in Ordnung. Habt ihr eine Decke und ein paar Vorräte? Sonst werden wir die noch besorgen müssen. Ich habe alles in meine Decke gepackt. Und ich habe eine Fackel. Hervorragend. Habt ihr auch einen Wasserschlauch, Rogel? Papa hat den damals noch genäht, ja. Ein gutes Stück. Gibt es einen Blick in die Runde? Und der Rest von uns hat, denke ich, auch alles, was er braucht, oder nicht? Ja, sieht so aus. Soweit schon ausgerüstet, sollten wir trotzdem mitnehmen. Nun, ich weiß nicht, ob wir den Leuten, die hier sind, übermäßig viel fortnehmen wollen, wenn es sich vermeiden lässt. Also wir sind, glaube ich, noch gut für proviantiert, oder, Ardo? Lass mal kurz nachschauen. Ja, für ein paar Tage wird es noch reichen. So in der Woche müssen wir wieder jagen gehen. Also das heißt, wir könnten zur Not auch natürlich unsere Vorräte mit der Gruppe teilen, falls da was irgendwie jetzt an Not ist, sag ich mal. Während ihr euch ein bisschen umsieht, kurz vor der Burg, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie hier auf dem Marktplatz mehrere Händler stehen, die dann auch verschiedene Dinge preisen. Es gibt hier auch einen großen Travia-Tempel und neben dem Travia-Tempel noch etwas besonders Merkwürdiges, einen Ortfriedschrein, der direkt neben dem Travia-Tempel angebracht ist und hinter dem Schrein selber, beziehungsweise neben dem Travia-Tempel, eine kleine Wiese, wo man für wenig Kupfermünzen den Ortfried reiten darf.